willkommen zur 45. Folge von Janas Nadelzauber. Ich bin Johanna und ich zeige euch, was ich gestrickt habe und was ich sonst noch so kreativ gewerkelt habe. Ihr merkt schon, meine Stimme ist immer noch nicht ganz in Ordnung. Ich war zwar nicht richtig dahin gerafft, aber ich hatte echt einen sprachlosen Tag. Da ging nicht mal mehr flüstern. Also meine Jungs, die haben sich zwar gefreut, redet Mama mal nicht so viel, aber ist nicht so schön. Und sie ist auch immer noch nicht ganz in Ordnung, obwohl es jetzt schon eigentlich eine Woche her ist. Aber ja, umso schöner finde ich es, dass es jetzt mit dem Aufnehmen wieder klappt. Ich hoffe, meine Stimme hält auch durch, weil ich habe euch natürlich auch durch den großen Abstand jetzt auch wieder relativ viel zu zeigen. Ja, wo fange ich an? Mit den fertigen Sachen, würde ich sagen. Da habe ich nämlich jetzt eine ganze Menge. Und zwar... wir fangen immer mit den Socken an, dann fange ich jetzt auch mit den Socken an. So, und zwar, ich mache das vielleicht auch mal chronologisch. Ich habe mir das ja alles immer schön aufgeschrieben. So, und zwar habe ich hier meine Malachit-Socken. Ich sitze jetzt oben in der Kinderküche vorm Fenster und hoffe, dass das Licht auch ausreicht. So, das sind die Malachit-Socken von der Admiral Hanf in 38, 39 und da hatte ich, glaube ich, den ersten schon fertig und war beim zweiten Schaft soweit und habe jetzt den zweiten fertig gestrickt. Ja. Wenn ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Kinder, die haben Zeugnisferien. Aber ich dachte, ich nehme jetzt trotzdem auf. Dann brauchen wir schon wieder Besuch. Gestern hatte ich Besuch, also irgendwie. Ja. Also, ein paar Socken fertig. Genau, jetzt ist mir das Schildchen runtergefallen. Ich habe euch ja schon ganz oft über die Admiral Hanf erzählt. Wie gesagt, das war jetzt die Farbe Malachit. Und wo steht es genau? 67% Schurwolle, 23% Polyamid und 10% Hanf. Ja. Genau, und jetzt kann ich die jetzt endlich auch wegpacken. Die liegen nämlich hier schon so lange fertig rum. Die hatte ich nämlich schon fertig, bevor ich krank geworden bin. Und dann war nichts mehr mit Aufnehmen. Achso, wie ihr merkt, habe ich meinen Vintage Rose endlich an. Die Ärmelchen sind trotzdem ein bisschen kurz. Aber da ich gerade ein bisschen was für meine Figur mache, hoffe ich mal, wenn ich hier nicht so viel Stoff verbrauche, dass es dann in der Länge ein bisschen besser wird. Ja, also ich merke auch schon, es sitzt nicht mehr ganz so stramm. Genau. Gut. Ja. Ach, ich liebe dieses Muster so sehr. Es ist Alpaka, das wisst ihr. Das ist ja die Flora von Drops. Also wer empfindlich ist, für den ist es nichts. Also ich bin ja jemand, der trägt auch Schafwolle. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der empfindlich ist, sich den gleich vom Körper reißt. Also das muss man sich immer klar sein, Alpaka, egal wie weich es in den Händen ist, auf der Haut piekst es. Ist toll, ne? Ein Garn kann weich und pieksig gleichzeitig sein. Gut, machen wir weiter beim nächsten Projekt. Ich glaube, hier hatte ich nur... Ja, hatte ich oder hatte ich nicht? Ja, das kommt davon, wenn man so lange... nicht aufgenommen hat. Also, das sind meine Opalsocken. Ja, die Farben sind toll. Jetzt versteht ihr auch, warum ich unbedingt nur im Tageslicht stricken wollte. Die habe ich ein bisschen anders gestrickt als sonst. Und hier mein normales Bündchen und dann habe ich 6 Mal schon glatt und 2 links. Und habe das auch auf dem Spann weitergeführt, deswegen ist der Fuß ein bisschen schmaler. Dann war ich jetzt hier hinter der Ferse und habe den Fuß fertig gestrickt und habe dann auch gleich den zweiten dazu gepackt, damit ihr seht. So, und was ihr gleich seht, ist, dass die Spitzen unterschiedlich sind. Ich habe zuerst überlegt, ob ich den zweiten aufribbeln soll. Und dann bin ich nochmal ganz logisch beigegangen und habe gedacht, naja, du hast bestimmt... Weil es hier in der Ferse nämlich dann anders wurde. Hier habe ich den Übergang genau nach dem Knick und hier fing dieser Farbübergang schon vor dem Knick an. Und da dachte ich, dann hast du locker gestrickt.
Dann hast du mehr Garn verbraucht. Ja, bis ich mir dann den Farbverlauf mal ganz genau angeschaut habe. Bis hierhin stimmt alles super. Und hier im Prinzip ja auch. Aber das Blau war einfach kürzer. Minimal, aber es hat für die Ferse gereicht. Dann hat es irgendwie wieder nicht ganz gestimmt. Dadurch ist der Rapport jetzt nicht ganz so stark verschoben. Aber dann war dieser Abschnitt einfach furchtbar lang im Vergleich zu dem. Und ihr seht, die Socken sind eigentlich gleich lang. Also, da habe ich zum Glück nicht mehr geribbelt. Ja, also selbst bei einer Markensockenwolle wie Opal kann es mal vorkommen, dass die Farbabschnitte nicht gleich lang sind. Und da kann man so viel Mühe reinstecken, wie man will. Dann kriegt man sie nicht gleich. Das war ja eine Sockenwolle, die mir mein Mann zu Weihnachten geschenkt hat. Und jetzt muss ich euch von einem kleinen Wunder berichten. Jeder, der strickt, der kann das nachvollziehen. Ich habe meinem Mann früher schon mal Socken gestrickt und er hat immer gesagt, ah, die kitzeln und so weiter. Und dann hatte er mir die Regia Perfect, nee, nicht Regia Perfect, Regia Silk mal mitgebracht in Anthrazit Schwarz und wollte davon Socken haben. Ich habe ihm auch zwei Paar gestrickt und er sagte damals, die kitzeln mich auch. So habe ich die getragen. So. Und dann habe ich ihm immer gesagt, Mensch, du machst dir dein Leben, du schränkst dich so ein. Du kaufst dir die Wolle, die du schön findest und schenkst sie mir, weil er liebt bunt. Aber sagst dir, Männer tragen nur schwarz oder grau. Selbst blau wollte er nicht tragen. Und das ist jetzt bestimmt schon 5, 6, 7, 8 Jahre her. Und jetzt kam er an und sagte, er hat drüber nachgedacht, er möchte jetzt doch bunte Socken haben. Jetzt haben wir die mal anprobiert. Mir sind sie leider etwas zu groß geraten. Also selbst mir nach so vielen Jahren passiert das auch noch. Wahrscheinlich, weil die Opalwolle wesentlich dicker ist als zum Beispiel Zauberball. Und ich da ja nach rein gestrickt habe und nicht groß drüber nachgedacht habe. Aber vielleicht ist es ganz gut so, weil dann habe ich gesagt, okay, dann kriegst du die. Und er meint, die Opalwolle würde ihn nicht kitzeln, obwohl ich ja denke, dass die Opalwolle und Regia zu den Marken gehören, die schon ein bisschen robuster sind und die nichts für Empfindliche sind oder weniger für Empfindliche geeignet wären. Aber wenn er sagt, dass ihn das nicht kitzelt, ich wehre mich nicht, ne? Genau. Ja, also kriegt er die. Ja, bleibt ja in der Familie, ne? Vielleicht klaue ich sie ihm ab und zu mal. So, und die habe ich euch jetzt ja auch schon mal kurz unter die Nase gehalten. Meine Zauberballsocken. Und jetzt kommt auch die Farbe schön über. Diese hier, die hatte ich schon fertig. Da hatte ich euch ja gesagt, da war ich ein bisschen enttäuscht von diesem Farbverlauf hier. Weil das alles nur so grünlich, bläulich verlaufen ist. Aber die zweite Socke dagegen... Da hatte ich ja gerade mal angeschlagen. Die finde ich dagegen wieder Bombe. Ne? Also diese Sektion finde ich sehr schön. Ich finde es auch schön, dass hier an der Spitze nochmal was gekommen ist. Die sind jetzt natürlich im Vergleich wieder mal nicht... Ne, man kann Zauberbälle nicht gleich hinkriegen. Das ist einfach kein... Es gibt keine wirklichen Farbrapporte, die sich wiederholen. Es sind zwar Farben, die immer mal wieder vorkommen, aber dadurch, dass die... so zwei Farben immer miteinander verzwirnt sind, also hier in dem Fall Magenta mit einem Blau und dieses Blau auch mal auf dem Grün treffen kann und das Magenta halt auch mal auf dem Grün treffen kann, ist es immer anders. Das kann man nicht, also ich denke, das kann auch Schoppel in dem Sinne gar nicht so groß beeinflussen und das macht auch irgendwo den Reiz dieses Garns aus. Ja, die Farbe ist die 2404. Tiefe Wasser von Schoppel. Ganz klassische Crazy Zauberball-Zusammensetzung. Wie wir sie von Sockenwolle kennen, 75-25. Ja, die sind auch fertig. Ich habe ja gesagt, ich arbeite jetzt erstmal meine Socken weg, die ich mal wieder angeschlagen habe. Die Fersen sind alle diese, ja, nicht die Shadow Wrap, aber
im Prinzip eine Shadow-Wrap-Ferse mit Zwischenrunden ohne. Sonst wird mir das irgendwie zu dick. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Aber diese Socken-Odyssee, die habt ihr ja schon hinter euch. Muss ich ja nicht wiederholen. Ich habe auch ganz liebe Links von euch gekriegt für andere Fersen. Zum Beispiel für die Tomatenferse. Die finde ich jetzt optisch, ehrlich gesagt, nicht so schön. Allerdings habe ich sie noch nicht gestrickt. Also von daher sage ich jetzt mal nichts. Ich werde es ausprobieren. Vor allem habe ich ja mit meinem Mann Socken ausprobiert. Und da ist nun, der hat einen etwas anderen Fuß als ich. Und da ist mir aufgefallen, ihm sitzt die Boomerang-Ferse wie die Shadow Wrap einfach nicht gut. Dann habe ich ihm mal eine Käppchenferse angezogen und die saß Bombe. Und jetzt habe ich überlegt, die Käppchenferse an sich ist hinten für seinen Tritt ein bisschen schmal. Das gefällt mir so optisch jetzt nicht. Es sitzt gut, aber gefällt mir nicht, dass diese Abnahmen so unter seinem Fuß so komisch sitzen. Und deswegen habe ich gedacht, ich werde vielleicht mal die Hufeisenferse für ihn nochmal stricken oder die Herzchenferse. Und da bei ihm auch die Sternchenspitze nicht gut sitzt und er vorne so eine Spitze behält, werde ich mal gucken, ob ich für ihn die ergonomische Spitze stricke. Ja, aber das sind alles noch so Hirngespinste, die bei mir rumflattern. So, dann habe ich... wir bleiben mal chronologisch, dann tue ich das nochmal weg. Dann habe ich euch ja von meinem Jakobsweg erzählt. Ne? Also ich bin jetzt nicht auf eine Pilgerreise gegangen, aber in Anlehnung an das Pilgern hat eine Designerin, und zwar, habe ich es mir aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht. Aber ich glaube, ich weiß es noch. Edith, in Anführungsstrichen, die Dieter Frank, hat das Tuch designt und hat es Jakobsweg genannt und hat gesagt, diese wirklich wahnsinnig tolle Anleitung, die jede Berechtigung hätte, Geld zu kosten, stellt sie kostenlos zur Verfügung. Und das Einzige, was sie sich wünscht, ist, dass wir ein paar Euro nehmen und sie jemandem zukommen lassen in irgendeiner Art und Weise, der es braucht. Und das finde ich eine sehr schöne Idee, weil sie sagt, wenn man pilgert, gibt man und nimmt man. Jeder hilft dem anderen und im Prinzip ist das ihr Gedanke bei diesem Tuch gewesen. Sie stellt diese Anleitung zur Verfügung und wir tun jemandem in unserer Umgebung etwas Gutes. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich euch das Ding zeigen soll. Vielleicht stehe ich mal auf und gehe einen Schritt zurück. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Es ist nämlich, ich wusste, es ist groß. Ich wusste aber nicht, dass es so groß wird. Jetzt habe ich die Banderole unten gelassen. Die Wolle, aus der ich gestrickt habe, ist die Wollfrauen von Schöller und Stahl, glaube ich. Und zwar dieser weißere Naturton. Es ist kein richtiges Knallweiß. Es hat so einen leichten Eierschalenstich. Und das ist 100% Wolle. Schimpft sich, wenn man online guckt, auch Rheuma-Wolle, steht aber nicht auf der Banderole drauf. So, ich zeige euch jetzt erstmal das gute Stück. Ich gehe mal zurück. So, und zwar, wie ihr seht, kann ich es gar nicht ausbreiten, allein schon, weil ich hier beim Schrank keinen Platz mehr habe. Könnt ihr die einzelnen Segmente sehen. Also hier gibt es dieses Gischtmuster, dann gibt es diese Muscheln mit rechts verschränkten Maschen, dann gibt es kleinere Muscheln ohne verschränkte Maschen, nur glatt rechts. Dann gibt es hier in der Mitte, ja, wo man die Zunahmen gemacht hatte, diese linke Masche. Moment, ich gucke mal, ob ich es fallen lassen kann, das ist nicht doppelt Licht. Hier in der Mitte war eine linke Masche, die hat man fallen gelassen, um hier dieses Gekruschel, das hatte sich ja so ein bisschen gestaut, auszugleichen.
Und es gibt eine sehr hübsche Zwischenkante. Dann gibt es hier oben mit eins rechts, eins links verschränkt ein so eine Art Bündchenmuster. Hier in der Mitte, da sieht man, da hatte man auch angeschlagen. Das fängt ja hier an mit so einem, eigentlich soll man Judy's Magic Cast On benutzen. Ich habe den türkischen Maschenanschlag benutzt. Und dann geht es hier in so eine kleinere Muschel, auch mit verschränkten Maschen. Und dann kommt die große Muschel. Und unten, das ist schwierig, das ist so groß. Und unten gibt es dann auch nochmal so ein hübsches kleines Muschelmuster. Ja, genau. Und dann auf der rechten Seite natürlich genauso. Und wie ihr seht, habe ich hier noch, ja, wo ist er denn? Da. Da habe ich den Marker drin gelassen. Dann wisst ihr, man strickt in Runden über zwei Nadeln. Also ich hatte bis hier runter zu der ersten Muschel und bevor es anfängt mit diesen kleinen Muschelmustern. Soweit war ich. Genau. Ja, das ist mein Jakobsweg. So. Genau, die Details habe ich euch jetzt alle zeigen können. Jetzt zu den Infos. Man fängt mit 25 Maschen oben und 25 Maschen unten an. Durch den türkischen Maschenanschlag hat man ja einen offenen Anschlag oder einen beidseitig strickbaren Anschlag oder provisorischen Maschenanschlag, wie man es gerade nennen möchte. Genau. Ich habe gute, also ungefähr 6 Knäuel von den Wollfrauen verstrickt. Ein Knäuel hat 300 Meter, also Pi mal Daumen 1800 Meter Garn. Das sind also 300 Gramm Wolle. Das ist halt auch nicht wenig. Ich habe dieses Tuch nicht mehr gespannt. Ich habe es nur noch nass gemacht, zwischen Handtücher gelegt, drauf rumgetrampelt und dann im Zimmer von meinem Sohn ausgelegt. Es hat nicht mehr auf meine Spannmatten gepasst. Aber ich denke, es reicht auch. Also klar kommt jetzt natürlich hier unten dieses Muster nicht so raus, wie es hätte rauskommen können, wenn ich jetzt noch groß gespannt hätte. Aber ich finde es auch gerade schön, zeige ich euch das denn, dass diese Muscheln immer noch diese Rippen haben. Das hätte ich jetzt ungern so auseinander gespannt. Ja. Gut, ja, das war mein Jakobsweg. Erstaunlicherweise ist der schneller vorbei gewesen, also war ich schneller mit dem fertig als erwartet. Vor allem, da man ja nicht vergessen darf, ich hatte teilweise auch einen so dicken Kopf, da war ich nicht mehr in der Lage, die nächste Sektion zu verstehen. Ich musste vor der Gischt-Sektion musste ich Pause machen, weil ich sonst einfach nicht mehr kapiert hätte, was ich machen soll. Und zurückstricken wollte ich auch nicht, weil ich hatte ganz zum Schluss in der letzten Reihe, die ich gestrickt habe, 1286 Maschen. Achso, und das war auch noch schön. Ich hatte dann die letzte Reihe gestrickt und habe dann wieder in die Anleitung geguckt und da stand drin, die letzte Reihe nur halb stricken, nur über die erste Nadel stricken. Und ja, ich hatte natürlich auch schon Nadel 2 gestrickt. Das heißt, ich musste wieder aufmachen. Das waren gute 400 Maschen, wenn nicht noch mehr. Und die durfte ich dann schon abketten, ganz normal. Ich habe dann allerdings den Stretchy Bind Off gemacht, wo man die Maschen verdreht, weil dieses Surprisingly Stretchy Bind Off, das bildete Löcher mit diesem Umschlag da. Das hat nicht gut ausgesehen, weil das war zu viel Material, das dehnte dann das Bündchen zu sehr auseinander, das sah nicht schön aus. Deswegen habe ich nur das gemacht, das finde ich auch völlig ausreichend. Und dann hat man die lange Seite, Nadel 1, mit I-Cord abgekettet. Ich habe gedacht, ja, komm, hast du schon gemacht, ist ja nicht so dramatisch. Hm? Aber jeder, der den Nuvem kennt und so, ne, und weiß, was es bedeutet, lange, große, runde Tücher abzuketten
oder in runden gestrickten Tüchern abzuketten. Ich habe nachmittags das Bündchen abgekettet, dieses Bündchenmuster, die Seite, und habe so gegen 6 Uhr abends angefangen, den I-Cord abzuketten. Habe es dann teilweise immer gefrustet wieder in die Ecke geschmissen, weil ich keine Lust mehr hatte, weil es mich einfach nur genervt hat. Vor allem, es war nicht so, dass man wirklich jede Masche abketten durfte, sondern immer, man kettete 3 Maschen mit I-Cord ab, musste dann eine Runde I-Cord alleine stricken und dann wieder die nächsten 3 Maschen abketten. Einfach damit dieses Kistenmuster genügend Volumen kriegt. Sonst wird das zu eng und kann sich nicht mehr dehnen, war die Begründung. Ist auch total einsichtig und auch gut gewesen, aber dadurch hat man natürlich alle 3 Maschen im Prinzip eine extra Runde, die man stricken muss, oder eine extra Reihe, und das hat es natürlich nochmal in die Länge gezogen. Ich war fertig um 1:15 in der Nacht. Ich wollte es auch nicht mehr in den nächsten Tag ziehen. Ich habe das dann weggelegt und habe gesagt, vernähen und spannen tue ich morgen. Und da hatte ich schon keine Lust mehr drauf. Ich habe es dann aber gemacht, weil ich gesagt habe, sonst bleibt es liegen. Ja, also mein Jakobsweg war relativ kurz und den habe ich geschafft. Freue ich mich sehr drüber. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich mit so einem großen Tuch machen soll. Aber gut, ja. Eigentlich finde ich das sehr schön für eine Hochzeit, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut, weil es ja doch sehr, sehr groß ist. Ja, gut. Und was macht Frau, wenn... Oder was macht Mann? Ich bin ja keine Emanze. Was macht man, wenn man so ein Riesenobjekt fertig hat? Man hat keine Lust, noch was anderes Großes zu stricken. Und deswegen habe ich mal eben schnell was Neues angefangen. Das Kleinste, was mir eingefallen ist, außer Schlüsselanhänger, Kindersocken, also Babysocken. Die haben einen ungefähr 8 oder 9 cm langen Schaft. Und auch 8 oder 9 cm, ich glaube, ja, 8 oder 9 cm langen Fuß. Da habe ich, bei diesen hier habe ich die, meine Shadow Wrap Hybrid Geschichte gestrickt. Ja, ich habe das in der Gum-Gum-Methode gemacht mit einem Sockenwollrest, den erkennt ihr wahrscheinlich. Ich hatte damals da Mädchensocken draus gestrickt, in diesem Lila und so. Und jetzt sind die allerdings sehr unterschiedlich geworden, dadurch, dass hier dieses dunkle Lila drin vorgekommen ist und hier eben fast gar nicht. Was ich witzig finde ist, dadurch, dass ich ja in der Gum-Gum-Methode gestrickt habe, hatte ich jetzt hier in der Zwischenrunde eine farbige andere Linie. Ja, ich hätte jetzt eine andere Ferse stricken können ohne Zwischenrunden, aber ich habe gedacht, komm, Kindersocken. Das ist auch mal ganz witzig. Ich habe jetzt noch mehr Reste von dieser Wolle. Ich bin am Überlegen, ob ich einfach noch ein paar stricke und die dann so kombiniere, wo ich sage, okay, da ist mehr Lila und da ist kein Lila. Dann habe ich halt 2 Paar, die ein bisschen besser passen. Auf der anderen Seite, das sind Babysocken, ne? Babysocken dürfen ruhig ein bisschen bunter sein. Ja, das ist auch ein ganz klassisches Garn, 75-25. Banderole habe ich schon gar nicht mehr. So, und dann hattet ihr mich ja gebeten, ein Technikvideo zu machen. Das habe ich ja auch gemacht. Und daher hatte ich eben die Idee mit den Babysocken. Und da habe ich, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr das Video schon gesehen habt, und da habe ich diese Babysocken gestrickt. Eine für mich zuerst zum Testen und dann einmal für euch, damit ihr das nachvollziehen könnt. Wie ihr seht, habe ich verschiedene kleine... Ja, Sockenwollreste sind das nicht wirklich. Das waren mal pflanzengefärbte, solargefärbte 10 Gramm Minis aus Sockenwolle. Und die habe ich dann halt irgendwie, wie ich Lust hatte, ne? Da habe ich hier ein bisschen was da gestrickt von der Farbe und habe es dann hier wieder reingestrickt. Dann habe ich Spitze und Ferse in der Farbe abgesetzt. Dann hatte ich noch 2 kleine andere. Die habe ich als Streifen reingestrickt. Ja. Wie gesagt, wie ich gerade lustig war. So, das macht ja auch den Reiz aus, dass man sich mal ein bisschen austoben kann. Das macht es dann nicht ganz so langweilig, man ist schnell fertig. Ja, und dann muss man vernähen. Meine Güte, so viele Fäden bei so einer kleinen Socke. Aber ist nicht schlimm. Ach so, was ich hier gerade gesehen habe, was ich euch vergessen habe zu zeigen. Das hier war das Opalknäuel. Wie ihr seht, ist da auch ordentlich was weggegangen. So viel hatte ich dann abgewickelt, das habe ich hier noch auch rumliegen. Damit ihr wisst, welche
Wolle das ist, das ist aus der Beautiful World Serie die Inselmusik. Ja, genau. Dann kann ich den nämlich jetzt aufwickeln. Der liegt nämlich auch schon ewig rum und nervt mich. Ja, was habe ich noch gemacht? Genau, im letzten Video hatte ich euch erzählt, dass ich Kerzen gegossen habe und die wollte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Und zwar die große hier, die habe ich als erstes gemacht und wie ihr seht, ich habe wieder ganz einfach, wie ich lustig war, meine Reste genommen. Hier hatte ich halt ein bisschen mehr Rot drin und dann hatte ich nur noch so einen hellen Rest und da waren dann so Krümel vom Rot drin und ich ist das rosa geworden. Dann hatte ich hier ein bisschen Blau, hier ist schon wieder ein bisschen, wo ganz viele Reste so zusammen, das ergibt so was Bräunliches. Und dann hatte ich hier, weil es noch nicht ganz voll war, nochmal so ein bisschen was Helles geschmolzen. Und wie ihr seht, habe ich hier einfach ein ganz normales Baumwollgarn. Ist sogar türkis, es ist total wurscht, was man da nimmt, brennt super runter. Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ich habe euch ja gesagt, man sollte nicht so viel auf einmal reingießen, weil es dann beim Abkühlen, der Rand kühlt schnell ab und bleibt hoch. Und innen drinnen dauert es ja länger und dann gibt es ein Loch entlang des Dochts. So, das war jetzt natürlich nicht so schlimm, weil das ja hier in der Mitte ist. Gibt dann auch beim Abbrennen einen netten Effekt, weil ja dann hier in der Mitte sich die Farben ändern oder mehrere Farben vorkommen. Ich habe dann einfach hier noch das Loch aufgefüllt mit Wachs. Sieht man jetzt natürlich, aber einmal angezündet ist das auch weg. Und ich finde die sehr schön. Von unten sieht die so aus. Na, da sieht man den doch gar nicht mehr. Ja. Also ich mag das sehr gerne. Und wie gesagt, das waren alles Reste. Ich habe nichts dazu gekauft. Und wenn man mal bedenkt, also ich habe natürlich auch gesammelt, ne? Wenn man mal bedenkt, dass das eine ganze Kerze ist, die vielleicht im Laden, ja, ich glaube 10 Euro für einen großen Stumpen kann man auch schon ausgeben, ne? Wenn nicht noch mehr. Und dann hatte ich noch ein bisschen Reste über und da war das natürlich dann auch schwierig, da habe ich so ein kleines Glas genommen, habe dann hier auch den Docht so mit einem Schaschlikspieß reinhängen lassen und wenn man das Glas vollfüllt, ist natürlich klar, dass sich dann auch wieder dieses Loch bildet. Deswegen habe ich das jetzt da oben nochmal reingegossen und ihr seht, es sieht jetzt nicht super hübsch aus. Aber einmal angezündet ist das auch weg. Ja, wie gesagt, diese Windlicht- oder diese Aromagläser, die war ich auch immer auf, kann man super nochmal nachbefüllen. Wenn man es ein bisschen schöner und geduldiger macht, kann man es vielleicht sogar verschenken. Genau. Ja, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen, weil ich mag meine Kerzen. Genau. Ja, und wenn man dann halt ein bisschen vorsichtiger ist beim Reste sammeln und die gar nicht so vermischt, dann kann man halt auch noch konkreter die Farben kombinieren. Ja. So, dann bleiben wir ruhig mal chronologisch, mal ein bisschen zur Abwechslung. Mein Schwiegervater war zum Geburtstag meines Mannes und meines Kleinsten da und der bringt mir immer was mit. Und zwar diesmal hat er mir, ui, das Spiegel, hat er mir dieses Heft mitgebracht, Best of Sock. Best of Socken, Mischung aus Deutsch und Englisch. Na gut. Und da sind wirklich tolle Anleitungen drin. Ich habe das Heft auch schon bei Ravelry gefunden. Wenn man da kann man mal ein bisschen reinschmökern, was es da für Socken gibt. Ein bisschen genauere Ansichten. Also, die finde ich zwar sehr schön, aber ich mag keine Löcher in den Socken. Ganz einfach aus dem Grund, man sitzt da und es ist wunderbare warme Füße. Man hat warme Füße. Dann steht man auf, geht zwei Schritte und durch die Löcher geht dann der Fahrtwind, sage ich mal. Und das ganze Klima ist weg. Man hat nur auf einmal kalte Füße. Deswegen stricke ich das nicht gerne in Socken. Aber ich denke, so ein Muster kann man vielleicht trotzdem stricken, indem man die Umschläge vielleicht einfach weglässt. Ich vermute, dass es jetzt Umschläge sind. Oder sie verschränkt abstrickt oder. Ne? Da sind wir ja ein bisschen kreativer. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist ja dieses Kittelmodell. Na? Oder, das heißt französischer Markt. Ja, ich will euch jetzt nicht alles zeigen, aber... Na? Ja,
Da gibt es auch ein bisschen was Verrückteres, aber die, die mir so gut noch gefallen haben, jetzt ist das Foto natürlich wieder nicht so geschickt. Und das sind diese hier. Ja. Also was das angeht, bin ich der Meinung, ich habe schon einen sehr lieben, tollen Schülervater, der meine Sucht unterstützt. Ja, ich finde das so süß, ja. Ja, er steht immer an den Zeitschriftenregalen und ja, sucht dann immer was Schönes aus. Das freut mich. Ja, wo war ich denn jetzt? Genau. Zum Thema Knoten. Natürlich, klar, wenn man 6 Knäule im Jakobsweg verstrickt, hat man auch mal Knoten, was mich nur wieder geärgert hat. Es war gut, bei den langen Runden ist natürlich das Knäuel relativ schnell verbraucht, aber trotzdem so 2 Reihen über dem anderen Knoten schon wieder ein Knoten. War wirklich blöd, das ist 2-mal gewesen. Und sogar in den Opalsocken, die hatten wirklich super wenigstens versucht, den Farbabschnitt zu treffen. Ich denke, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Ich hatte dann hier auch nochmal einen Knoten drin. Dadurch ist dieser Farbabschnitt wahrscheinlich dann auch länger geworden. Gut. Ne? Haben sie noch gut gerettet. Ich habe das schon schlimmer gehabt. Also wo dann wirklich im Prinzip jetzt, ne? Hier war das und dann wäre das gleich schon wieder gekommen. Oder das Muster wäre in die andere Richtung gelaufen oder so. Habe ich alles schon gehabt. Also von daher muss ich sagen, hat Opal noch gut gelöst. Ja, so und das zum Thema Knoten. Also es verlässt mich nicht das Thema. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, die Knoten finden immer den Weg zu mir. Scheint bei anderen nicht so schlimm zu sein. So, dann bleiben wir mal beim Thema Socken. Wie gesagt, mein Mann möchte Socken haben und da habe ich für ihn gestern Abend noch welche angeschlagen. Und zwar aus dieser schönen Farbe. Also, wenn bunt, dann bunt. Ne? Das ist sogar eine Wolle, die er mir mal geschenkt hat zu Weihnachten, vor ein paar Jahren. Das ist die Reihe Cardiff von Wolbut. Und das ist die Nummer 6224. Ich habe festgestellt, dass diese Wolbut-Sets jede Farbe ihre eigene Nummer hat. Wo ich gedacht habe, naja, die heißt dann Cardiff oder so, aber nein, wirklich, sie hat ihre eigene Nummer. Würde mich jetzt natürlich interessieren, ob man dann eventuell irgendwie Reste nachordern kann. Weiß ich auch nicht. Aber gut, wir haben ja genug, ne? Brauchen wir nicht 2-mal. So, und da bin ich jetzt so weit. Da habe ich jetzt mal ein bisschen was anders gemacht als sonst, und zwar angefixt durch den Jakobsweg, weil ich liebe verschränkte rechte Maschen, habe ich jetzt mal 2 rechts verschränkt, 2 links gestrickt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt einfach durchziehe bis zum Ende, was ich eigentlich schön finden würde, oder ob ich jetzt wieder auf klassisch 2 rechts, 2 links, aber ja, ich weiß nicht genau, was besser ist. Mein Mann hat sehr, sehr dünne Beine und möchte nicht, dass es rutscht oder beult. Und ich denke, ich werde bei dem 2 rechts, 2 links bleiben. Ich glaube, also bei dem Verschränkten. Weil ich glaube, dass die Elastizität nicht so schlecht ist. Ja, er hat eigentlich eine 42. Habe trotzdem nur 15 Maschen angeschlagen, weil ihm die mit 16 Maschen doch ein bisschen weit am Bein waren und sogar am Fuß sind. Wie gesagt, also das wäre ein absolute benutzerdefinierte Socken, sage ich jetzt mal. Ja, mal gucken. Ich muss mir da nur die Notizen machen, damit ich auch immer noch weiß, was ich da gemacht habe, falls ich eine Pause einlege. Ja, nicht, dass mich nach der ersten Socke ein Sockenanschlagssyndrom erwischt und dann weiß ich nicht mehr, was ich gemacht habe. So, aber jetzt kommt die Wolle auch mal zum Einsatz. Genau. Die Butinette-Wolle, die stricke ich auf 2,5. Ich habe mir ja schon vorgenommen, dass ich die Crazy Zauberbälle und ja, welche Marke war das noch? Crazy Zauberbälle und halt noch ein paar, ich glaube die Online oder so, dass ich die teilweise dann wahrscheinlich auf 2,0 oder 2,25 stricken werde, weil sie mir einfach zu dünn sind im Verhältnis. Also Opal und Butinette sind doch relativ dick. Und ich finde auch, die Regia ist noch relativ dick, wohingegen
Zauberbälle relativ dünn sind und das aber jetzt nicht auf Schoppel jetzt liegt, sondern wirklich die Zauberbälle sind so dünn. Ist mir jetzt auch gerade bei einer Sechsfädigen wieder aufgefallen. Die Sechsfädige sieht nicht unbedingt aus wie eine Sechsfädige, wenn man die mal von einer Schoppel-Admiral zum Beispiel dagegen hält, sieht die wesentlich dicker aus als ein Krisi-Zauberball sechsfach oder Stärke 6. Aber gut, dafür haben wir ja diese ganzen verschiedenen Nadelspiele, ne? Diese ganzen verschiedenen Stärken, dass wir uns da anpassen können. Ne? Muss man dann halt ein paar Reihen mehr oder vielleicht auch mal eine Masche mehr nehmen. Oh, das kriegen wir ja hin. So, und dann komme ich jetzt schon zu meinem letzten Projekt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gesabbelt habe. Wahrscheinlich wieder furchtbar lange. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, ja, jetzt habe ich meine Stopper nicht drauf. Hoffentlich rutscht mir das jetzt nicht auseinander. Und zwar mein selbstverbrochener, ohne Anleitung, RVO. Da bin ich jetzt so weit, das ist die Vorderseite. Ich habe die Marker schön im Rücken. Ärmel waren ja schon fertig. Ne? Da habe ich hier einfach ein schönes, langes, zwei Linksbündchen gemacht. Und da auch. Genau. Was mir nicht ganz so gut gefällt, habe ich schon ausprobiert, angezogen. Die Ärmel sind ein bisschen zu breit geraten, sodass es hier ein bisschen beult. Und durch meine große Oberweite sitzt der untere Teil dann aber sehr gut. Aber man sieht halt, dass es dann hier ein bisschen beult. Aber ganz ehrlich, das ist mir, wie heißt das so schön, das ist mir Wumpe. Es ist ein Experiment und deswegen werde ich das jetzt nicht aufrubbeln oder so. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wo ich letztes Mal war. Jetzt ist mir schon das erste Mal Maschensegeln gezogen hier. So, ich war das letzte Mal... Ups, Moment. Hier bei dem Engelchen. Und glatt rechts geht ja immer, ne? Auch wenn man krank ist. Und habe dann immer mal wieder ein bisschen dran rumgenadelt. Gestern habe ich tatsächlich so viel gestrickt. Oder? Ja, so viel. Da hatte ich Stricktreffen. Da hatte ich meine Mädels bei mir. Ja, die wissen, dass ich sie meine Mädels nenne. Ich bin nämlich das Küken. Ja, also ich hatte meine Freundin hier. Und ja, wie viel waren die denn? 5 Mädels. Genau. Ja, und 2 haben ein RVO gestrickt und 2 haben eine Decke gestrickt. Ja, die eine, von der habe ich die Tipps damals gekriegt für den Raclan. Da ich den jetzt aber wieder ein bisschen modifiziert habe, so angepasst habe und andere Maschenzahl beim Anschlag und so und auch schon kein Sockengarn, sondern dieses Garn genommen habe, dieses, das ist ja ein so ein gefachtes Garn, halt ein nicht getwistetes Garn. Oh, Maschen. Jetzt sind sie wieder am Fallen. So, musste ich das ja sowieso alles anpassen. Aber sie saß gestern da und hat einen Raglan für ihren Mann gestrickt. Dann die andere Freundin, die hat sich mal selbst an einen für sich selber herangetraut, wo sie gesagt hat, ich brauche ihre Hilfe und sie ist jetzt auch ungefähr schon so weit und freut sich da ganz dolle und plant sogar schon sozusagen den nächsten Pullover und sagt, wenn ich hiermit fertig bin, dann hilfst du mir. Ich sage, ja, mache ich. Und dann schlitze ich auch vielleicht so ein. Also jetzt nicht gerade diesen hier, aber auch ein bisschen was mit Farben. Und ja, und die anderen beiden. Die eine hat eine Babydecke gestrickt mit Intarsien. Also Motive mit Notenschlüsseln und kleinen Trommeln und Sternchen. Und das strickt sie halt mit Intarsientechnik. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert, würde ich gerne mal. Ja, was wir alles gerne möchten, ne? Aber ich bewundere das. Also sie hat immer, weiß ich nicht, wo sie die ganzen Babys herholt, aber sie hat immer, irgendwo kriegt jemand ein Baby und sie setzt sich dann hin und strickt eine Babydecke. Wirklich am Fließband. Und dann diese wundervollen Muster. Bei dem einen war es sogar ein amerikanischer Bekannter und dem hat sie eine amerikanische Flagge reingestrickt. Also ich bin, ja, also es ist, ich bin begeistert, es sieht toll aus.
Und ja, und die andere, die hat gesagt, ach, ich habe jetzt hier so viele Reste und ich möchte was gerne haben, was ich vom Fernseher stricken kann, so mindless. Fand das letztens so süß, ne? Ich habe von irgendjemandem gehört, der hat gesagt, brainless. Da musste ich sehr lachen. Ja, aber im Prinzip ist es das ja genau, was wir meinen, ne? Wo man wirklich nicht nachdenken muss. Und ich fand das sehr schön. Sie hatte eine kleine braune Kante angefangen, ganz einfach. Irgendwie so 10 Maschen rechts, 10 Maschen links und dann halt eine bestimmte Höhe und also so ein Wabenmuster. Und hat das total schön kombiniert. Erst ein braunen Streifen, dann kam ein schönes Blau, dann kam ein weißer Streifen, ein bisschen schmaler, dann kam ein brauner Streifen, ein bisschen breiter, dann wieder weiß. Also die Farbkombination, die hat mir super gefallen. Also so braun, weiß, blau. Ich habe schon gedacht, da muss ich auch mal irgendwie bei. Ja, und sie ist erstaunlich weit schon. Ne? Also wenn ich meine Decken angucke, ich habe nur 2 UFOs. Und das sind Decken. Bei dem einen, das ist tunesisch gehäkelt, da weiß ich noch nicht, ob ich es weitermachen werde. Und zwar in so einem Entrelac-Muster. Und das andere ist meine Wetterdecke, die auch noch da in der Kiste liegt und weint und mich immer anguckt. Sie liegt in einer durchsichtigen Kiste und sagt, mach mich fertig. Ja, ich habe die Daten ja von 2018 alle aufgeschrieben, aber ich habe sie nicht weiter gestrickt. Ich hänge irgendwo im August fest. Ja. So, und das fand ich eigentlich sehr schön. Die eine hatte sogar ihren Mann dabei. Und der hat sich vielleicht ein bisschen gelangweilt, aber trotzdem hat er mitgeschnackt. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Okay, das war mein Kleister. So, ich bin jetzt aber auch schon durch. Draußen fängt es jetzt an zu regnen. Das Licht verlässt mich jetzt. Ich hoffe, dass das nachher am Computer genauso gut aussieht, wie es hier noch in der Kamera aussah. Letztes Mal hatte ich ja hier in der Ecke gefilmt und da sah es in der Kamera ja noch gut aus und dann war es ja trotzdem so eine düstere, traurige Sache. Aber bei dem Regen wollte ich mich jetzt auch nicht draußen hinsetzen. Und dazu ist es ja schon ein bisschen fortgeschrittener von der Zeit her und dann ist draußen einfach zu viel Verkehr. Wir haben im Nachbarort ist die Straße gesperrt und das erklärt jetzt, warum wir hier auf dem Dorf so viel Verkehr haben. Die fahren jetzt alle bei uns durch, um nach Bremervörde zu kommen. Also es ist nicht ganz so lustig. Aber gut. Ja, also zum Aufnehmen ist nicht so toll, weil meine Kamera hat leider ein relativ gutes Mikro und die kriegt jedes Scharren und jedes Kratzen und jedes Geräusch und wenn es noch so leise ist, kriegt die mit. Ja. Ist zwar eigentlich immer schön, aber nicht, wenn man die ganzen Umgebungsgeräusche mitnimmt. So. Also, jetzt habe ich lange erzählt, euch alles gezeigt und ich hoffe, dass ich dann, heute haben wir Dienstag, dass ich dann vielleicht Montag wieder Zeit habe. Dann haben die Kinder wieder Schule, mein Großer hat Praktikum, 3 Wochen macht er bei uns an der Grundschule, will er Praktikum machen. Da habe ich auch gedacht, also, oh, wenn er Lehrer werden will. Dann sollte er vielleicht jetzt schon mal testen, ob es ihm liegt mit kleinen Kindern. Ja, kleine Geschwister sind ja noch was anderes als fremde Kinder, ne? Ja. Gut, ich wünsche euch was. Habt viel Freude. Genießt den Frühling. Wir haben schon noch richtig schöne Blumen draußen. Iris, Krokusse, die Tulpen gucken so viel raus, Osterglocken schon so viel. Meine Hyazinthen kommen schon. Also genießt es den Frühling. Auch wenn es regnet, es wird jetzt nur noch besser. Und ja, das wünsche ich euch. Passt auf euch auf. Tschüss!